Yo, Leute, herzlich willkommen zurück zu Nio. Okay, wir haben es erfolgreich geschafft, einen Begleiter für die Mission Iga Steel, heißt sie, glaube ich, zu rekrutieren. Eine Mission, bei der wir vermeintlich noch einmal gegen Hanzo Hattori und seine Schülerin antreten. Zugegeben, ich habe sie bislang immer seine Tochter genannt, aber jetzt weiß ich nicht, ob sie wirklich seine Tochter oder nur seine Schülerin ist. Kann ja auch beides sein. Um ehrlich zu sein, bin ich jetzt vor lauter Wut. Ist es mir vor lauter Wut jetzt mittlerweile auch egal. So. Ich verneige mein Haupt vor dir, alter Mann. Okay. Na dann. Fertig vorbereitet? Okay. Los geht's. Okay. Also werden jetzt erst einmal Ninjas geklatscht. Na gut. Sehr schön. Dann werde ich euch als kleine Aufwärmübung nehmen. Kleine Abwechslung. So. Okay, Okatsu, es geht los. Komm her! Oh, da hinten ist noch irgendein dahergelaufener Ninja dazu gekommen. Ha! Fuck! Nicht gut. Sehr gut. So. Haha. So. War's das schon? Aha. Hattori Hanzo kommt tatsächlich erst danach und nicht währenddessen. Aber auch mit einem weiteren Ninja als Begleiter. Soll mir recht sein. Oh Mist. Was? Diesen Frosch? Das darf nicht wahr sein. Ach du Scheiße. Es war so klar, dass der Riesenfrosch auf mich geht. Okay, der kann sich ruhig um Hattori Hanzo kümmern. Ich. Oh nein. Nein, nein, nein. Au. Oh gut, hat er sich wiederbelebt. Gut. Oh, der Riesenfrosch dazu, das ist jetzt echt scheiße. Fuck. So ein Dreck. Ach komm, wiederbeleben. Scheiß drauf. Ah nein. Oh, aber er hat wenigstens Hattori Hanzo erledigt. So, wenigstens wiederbelebt den guten Mann. So. Der Frosch ist jetzt verlangsamt. Go, go, go. Okay. Yes!
Riesenfrosch schlechter. So schaut's aus. Ha, sehr gut. Läuft. Einmal verbeugen, das muss sein. Vielen Dank, Outrider. Super geil gemacht. Ha. Meinetwegen. Okay, der hat scheinbar noch Sachen eingesammelt. Oh. Oh shit. Hat er jetzt auch? War er auch schon bereit? Fuck. Oh, ich dachte, er hätte jetzt schon fertig gesammelt. Und ich dachte, er müsste auch erstmal bestätigen, um die Mission zu beenden. Oh, ich hoffe, er hat jetzt alles wenigstens eingesammelt in dem Raum. Sonst wäre es natürlich ärgerlich. Es tut mir sehr leid, Outrider, an dieser Stelle. Falls ich dich irgendeines Loots beraubt haben sollte. Es tut mir leid, es war wirklich keine Absicht. Okay. Naja. Sei es drum, die Mission ist damit auch abgehakt. Und... Ah, perfekt. Da hat sich jetzt gerade der Wecker gemeldet. Passt. So. Naja, wobei... Diese Mission hat jetzt definitiv keine 20 Minuten gedauert. Ich habe mir den Wecker zu früh gestellt. Von daher, an dieser Stelle werde ich definitiv noch einmal zu einer anderen Region reisen können, nämlich zu der letzten hier. Denn alles, was jetzt theoretisch noch übrig bleibt, ist diese Mission, die Augen der Königin. Aber, ganz großes Aber, ich habe ja noch eine gewisse Trophäe zu erspielen, die man nur in einem ganz bestimmten Level machen kann. Ich weiß jetzt nur nicht mehr ganz genau, in welchem... Ah, hier habe ich sie direkt. Die Spinnennestfestung. Hier müssen wir es nämlich schaffen, sämtliche Teile des Teekessels, war es glaube ich, einzusammeln. Sprich, wir müssen mehrere bestimmte Spinnen vernichten, die aus irgendwelchen Wänden herausgesprungen kommen. Ich glaube, es gibt insgesamt 5 oder 6 von diesen Wänden innerhalb des Levels. Und ich kann mir durchaus schon vorstellen, welche davon ich nicht gefunden habe, weil sie zugegebenermaßen auch ein kleines bisschen versteckt ist. Von daher, wir holen uns das jetzt, aber nicht bevor ich 2 Level-Ups mir geholt habe, versteht sich. So, wie viel habe ich da noch übrig? Über 500.000 habe ich da noch übrig. Oh Mann. Okay. Was nehme ich denn dann? Kusarigama, Schaden erhöhen, würde ich sagen. Mit Ausdauer könnte ich mein Leben noch ein bisschen erhöhen. Und einen Samurai-Fähigkeitspunkt. Aber eigentlich ist das jetzt nicht mehr so notwendig. Da sollte ich mich lieber auf andere Sachen konzentrieren. Ja, komm, nehmen wir nochmal den Geist. Oder Magie. Wirkung und Kapazität der Onmyo-Magie. Onmyo-Magie-Kraft. Ja, komm. Stecken wir auch mal wieder einen Punkt in Magie rein. So. Puh. Also dann. Versuchen wir es. Wir sind ja jetzt extrem überlevelt für diese Situation, sage ich schon. Für diese Mission. Dementsprechend sollte ich eigentlich gar keine Probleme damit haben, hier durchzukommen. Da würde ich sogar meinetwegen mehrere Gegner auf einmal herausfordern. Das wäre mir an der Stelle Latte. Aber... Wow! Ein einziger Treffer hat schon gereicht. Ach, Moment! Wir haben doch gerade eben... Hoi. Guckt euch mal das Kusarigama an. Ein Haken-Kusarigama. Schauen wir mal. Nahkampfschaden plus. Brechen, tiefe Haltung. Parieren, kritisch. Verlängerter Fähigkeitseffekt. Stärkerer, negativer. Naja, also was die Werte angeht, ist dieses Kusarigama ja ziemlich meh. Auch wenn es da ein plus 1 dran stehen hat. Um ganz ehrlich zu sein, von den Werten her ist das überhaupt nicht meins. So, genau solche Dinger hier suchen wir. So kleine Wandeiterpusteln. Wo dann genau diese Viecher rausgesprungen kommen. So. Ein Bruchstück von Hiragumo 1.
So. Ja, ich bezweifle, dass hier irgendwelche Rückkehrer tatsächlich in meinem Level sein werden, in meinem Levelbereich. Ah, stimmt. Das kann ich nur von der anderen Seite öffnen. Gab es hier oben noch irgend so eine kleine Wand? Oder da oben? Nö. Ah, genau, hierüber kann ich mich da reinfallen lassen. Perfekt. Schon mal das Tor öffnen. Die Abkürzung hier. Schön, dass die Spinne jetzt alles dass sie alles angreift außer mir. Eins hat sie erfolgreich angegriffen, meine Zunge. Ich habe mich schön verhaspelt. Oh, wie süß, wie viel Schaden sie mir macht. Alter, dass ich das Viech jetzt nicht tot gekriegt habe. Kleines Drecksteil. Bruchstück von Hiragumo 2. So. Ich glaube, im Haus selbst ist auch noch eins. Glaube ich. Ah, oder auch nicht. Haha. So. Wie viel habe ich eigentlich noch an Platz in meinem Inventar? 245 von 500. Ach, log, da ist noch sehr viel Platz drin. So. Schon mal die Abkürzung öffnen und dann runter in die Spinnenhöhle. So, was haben wir denn hier Schönes? Ekelvieh. So, hier gab es definitiv noch irgendwo so ein Gefäß. Da haben wir es doch. So, Bruchstück von Hiragumo 3. Sehr gut. Ah! Egal. Einmal hochklettern. So, ich glaube, da hinten ist noch eins. So. Oh, doch nicht. Ich hätte schwören können, hier wäre was. So, ich glaube, ich bin jetzt schon unterwegs zu dem Bruchstück eines Teekessels. So, auch verlangsamt erledigt. Na, warte. So. Jetzt ist Schluss. Und zwar seht ihr das Ding da oben? Da oben ist die verdammte Spinne. Da muss man drauf schießen. So. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, wäre ich von alleine wahrscheinlich nicht so schnell drauf gekommen. So, Nummer 5. Wir haben jetzt leider die Nummer 4 übersprungen. Na gut, soll mir recht sein. Was haben wir denn hier? Wo finde ich denn hier noch einmal diesen Schlüssel für das Haupttor? Ah, ich habe noch mal nachgeguckt. Okay, der Schlüssel scheint doch in dem Häuschen hier zu sein. Und ich mache mir den ganzen extra langen Weg. Ich mache es mühselig.
So, Schlüssel des Burgtors. Macht's gut, ihr Trottel. So. Dann holen wir uns mal die restlichen Teekessel-Teile. So. Einfach nur bis nach oben sprinten. Und weiter oben ergibt sich dann schon eine Gelegenheit. So. Einmal hier abspeichern. Okay. Hier auf dem Pfad gab es definitiv auch noch irgendwo eine schicke Spinne. Ah, hinabsteigen, passt. So, das Ding hier kommt erstmal weg. Genauso wie der kleine Zombie-Samurai. Oder Zombie-Soldat, wie auch immer. Genau, dann komme ich hier raus. So. Dann wirst du zerquetscht. Okay, das war Fragment Nummer 4. So, wir haben 1, 3 und 4. Ich glaube, hier war eventuell auch noch irgendwo ein Fragment. Auch wenn ich mir nicht sicher bin. Aber ich meine, hier unten wäre etwas. Shit. Außer das. Na, sieht übel aus. Hier werde ich doch nicht fündig. Schade. Tja. Dann wird die Nummer 6 ja doch im Schloss sein, schätze ich. Dann ab zum Schloss. Und das letzte Bruchstück sowie die Trophäe abgreifen. So. Na dann. Hier muss das letzte Ding einfach sein. Oder das letzte Vieh. Wie auch immer. Yes, da ist es. So. Jawohl. Und gerade eben habe ich die Trophäe Erwecker des Hiragumo bekommen. Nice, Leute. Perfekt. Damit könnte ich die Mission theoretisch per Himorogi-Zweig beenden. Aber ganz ehrlich, ich will jetzt so overpowered, wie ich bin, auf den Boss klatschen. Das muss einfach sein. So, der Boss war ja hier oben, genau. So. Du kannst mich mal, du Drecksvieh. Ah, dö. Ist nicht wahr. Wow, guckt euch das mal an hier. Jorogumo schlechter. Läuft. Wir haben sogar einen göttlichen Gegenstand dafür gekriegt? Wie geht das denn? Für Stufe 51 ein göttlicher Gegenstand. Wow. Wir kriegen dann tatsächlich Level entsprechend neue Ausrüstung. Sogar göttliche. Das ist ja unfassbar. Tja. Auf dem Level nützt mir göttliches Zeug doch kaum was. Höchstens, wenn ich es dann per Seelenbild noch einmal nach oben treibe vom Level her. Ha, ganz merkwürdige Logik.
Schön und gut, dass jetzt überall göttliche Gegenstände droppen können, aber auf den niedrigen Leveln nützen sie mir eigentlich kaum was. Wirklich kaum. Naja, sei es drum. So, wir haben die Trophäe erfolgreich verdient. Perfekt. So, dann gucke ich nochmal kurz auf die Zeit. Ja, von der Zeit her können wir noch ein bisschen was machen. Allerdings würde ich ganz gerne noch eine weitere Trophäe verdienen. Nämlich die Trophäe, die wir dafür bekommen, dass wir sämtliche Yokai-Arten einmal getötet haben. Und ich glaube, mir fehlt für diese Trophäe nur noch eine einzige Art von Yokai. Und zwar eine Art Yokai, die ich bislang nur besänftigt habe, aber nie getötet. Der verschwindende Ranjatai, ich glaube, hier kann man am einfachsten an ein Exemplar rankommen. Das sind ja diese schicken, kleinen... Ja? Huch. Mist. Ist die Kiste jetzt etwa woanders? Shit. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, was ich natürlich meinte, ist die Mimics von diesem Spiel sozusagen. Die Kreaturen, die sich als, Schatzen tarnen. Die habe ich ja bislang immer nur besänftigt. Aber wie gesagt, ich habe sie nie bekämpft oder erfolgreich bekämpft. Einmal das erste Viech, dem ich begegnet bin. Gegen das habe ich gekämpft, aber dann verloren auch. Dementsprechend, ich glaube, bei dieser Art von Yokai fehlt mir definitiv noch ein Sieg. Würde ich jetzt sagen. Ihr habt doch keine Chance, auch nicht zu dritt. So. Perfekt. Wo könnte denn die Kiste sonst noch rumliegen? Ja toll, jetzt bin ich wieder am Anfang angelangt. Das kann ja schon nicht sein. Ah, doch hier. Okay. Vielleicht hätte ich auch mehr auf den Kompass achten sollen. So. Du Lasche. Du Laschi. Okay. Jetzt aber. Jawohl. Genau. Eines dieser Wesen muss ich einmal im Kampf besiegen. Und das ist nicht allzu schwer, wie ihr seht, mit meinem momentanen Level. So, Mujina-Töter habe ich jetzt bekommen als Titel. Aber leider keine Trophäe. Das ist schade. Das heißt, ich bin bislang noch nicht allen Yokai begegnet. Naja, aber die haben mir definitiv in der Liste gefehlt. Dementsprechend ist besser, wenn ich sie jetzt schon mal aus dem Weg habe, in Anführungszeichen. Dann ist das schon mal abgehakt. Und dann können wir uns jetzt theoretisch gleich auf die Mission Augen der Königin stürzen. So, bevor wir das allerdings machen, würde ich definitiv noch einmal ins Teehaus gehen und dort gucken, wie viele Ruhmpunkte mir jetzt zustehen. Hoppala, wie jetzt? Keine Clankampfergebnisse? Noch nicht? Ist nicht wahr. Wird aktualisiert. Ha. Das ist ja komisch. Ich habe eigentlich jetzt schon lange genug gewartet, dass ich meine Belohnung hätte bekommen sollen. Sehr, sehr komisch. So. Wenn ich jetzt theoretisch direkt eine Trophäe haben wollen würde, eine weitere, dann könnte ich mir einen dieser Charaktere hier kaufen, mit den Ruhmpunkten, die ich habe. Und wenn ich dann mich in diesen Charakter verwandle, also quasi mein Aussehen verändere,
bekomme ich eine weitere Trophäe geschenkt. Die Frage ist, soll ich jetzt wirklich noch weiter warten, bis ich den Charakter freischalte, den ich freischalten möchte? Oder hole ich mir jetzt schon mal den Charakter? Naja, eigentlich hat diese Trophäe ja theoretisch Zeit. Von daher, ich gucke mal, vielleicht habe ich ja Glück und ich bekomme noch bis zum Ende des Spiels, bis zur Platin oder vor der Platin, noch genügend Punkte, dass ich mir meinen Wunschcharakter quasi kaufen kann. Alles klar. Na dann, die Augen der Königin. England 1603. Der Krieg mit Spanien und Irland zieht sich weiterhin und die Kosten lasten schwer auf der königlichen Schatzkammer. Zusätzlich zu den erhöhten Steuern und schlechten Ernten, die das englische Volk quälen, ist auch noch Königin Elisabeth verstorben. Also kehren wir für diese Mission noch einmal zurück nach England. Ja, sogar in den Tower of London. Puh. Das dürfte interessant werden. Vor allen Dingen mit unserem jetzigen Equipment. Und nach all den Kämpfen, die wir hinter uns haben, da sollte diese Mission theoretisch ein Spaziergang werden. Theoretisch. Hoffen wir es mal. 3. April 1603. Elisabeth I. stirbt, ausgezehrt von einer unüberwindbaren Schwermut. What? Okay, Tower of London, England. Hat er die Fähigkeit von Kelly übernommen, sich verwandeln zu können? Oh, schade, dass jetzt hier gar keine Kodamas sind. Das ist sehr schade. Aber guckt euch das an, wir kehren mit fremdländischen Waffen zurück. Schweig. Okay, zugegeben. Einen Fehler habe ich durchaus gemacht. Ich habe meine Elixiere nicht wieder aufgefüllt. Aber, naja. Notfalls dürfte das nicht notwendig sein, die wieder aufzufüllen. Moment. Stellt mein Leben vollkommen wieder her. Ach, das ist sie schon. Ja, okay. In dem Falle lasse ich sie ausgerüstet. Wow, 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 wow. Ich kann jetzt auch schießen, mein Freund. Na, her damit. Ist da unten irgendwas versteckt? Nein. Tja, ich kann Magie, ich kann Fernkampf, ich kann jetzt so viel mehr, als ich bei meinem ersten Durchgang hier durch den Tower of London konnte. Meine Fähigkeiten sind stärker geworden, meine Sinne geschärft, mein Kampfstil perfektioniert. Die normalen Wachen dieses Turms haben nicht mehr die geringste Chance gegen mich. Da muss ich schon gegen solche Gegner kämpfen. Und das war's. So, sehr schön. Hier bekommen wir offensichtlich Medizin. Anstatt unser altbekanntes Elixier. Soll mir recht sein. Bekomme ich jetzt eigentlich auch höherleveliges Equipment von den Wachen des Tower of London? Wäre nice. Was haben wir denn hier? Oh, ein göttliches Schwert. Naja, wobei, gerade mal Stufe 89, das ist ja jetzt auch nicht so.
Naja. Wenn mich schon das einzelne Schwert nicht davon hätte abhalten sollen, den Typen herauszufordern, dann definitiv die Tatsache, dass er ein viel zu niedriges Level hat. Was haben wir hier? Ist das hier nicht schon der Weg zu Derek dem Henker? Yo, das ist er. Das ist der Weg zu ihm. Ist ja lustig. Ob wir jetzt nochmal gegen ihn kämpfen? Oh. Eine leichte Enttäuschung, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt noch mit Derek gerechnet. Schade. Sehr, sehr schade. Naja, dann schaue ich mich eben noch ein kleines bisschen hier um. Amrita bekomme ich hier natürlich keine. Ach ja, dort hinten war ja noch ein kleiner Gang. Puh, wie lange ist es her, dass ich hier war? Sehr, sehr lange war es her. Unfassbar lange. Habe ich euch nicht gerade eben schon gekillt? Oder bin ich jetzt tatsächlich bei einem anderen Turm? Ah, das könnte natürlich auch sein, dass der... Nee, Quatsch. Die Typen sind einfach nur respawned, weil ich an dem Altar war. Ich Depp. Nee. Das mit Derek wird wohl nichts. Schade. So. Würde ja zugegebenermaßen jetzt auch wenig Sinn ergeben, da ich ihn ja getötet habe. Naja. Weiter nach unten. Uiu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 i. Was bist du denn für ein Dickerchen? Yikes! Autsch! Eieieiei, your life has ended. Befreit von deinem irdischen Mühsal. Wow. Okay. Gegen dich gehe ich kein Risiko ein. So. Oi! What? Ich habe gerade die Trophäe Endzeit freigeschaltet. Aha. Wofür denn das? So. Da ist Ruhe. Dann war das da unten leider eine Sackgasse. Na gut. Dann geht's dort unten weiter? Nee, Quatsch. Von dort komme ich doch.
Ah, stimmt, dieses Doppeltor hier. Da war ja noch was. Oh, all diese fremdländischen Waffen. Sind sie nicht schön, Jungs? So. Schauen wir weiter. Hallo, Ritter. Tja, ich habe schon gegen wesentlich härtere Gegner als euch gekämpft. Definitiv. Oi, ein göttliches Spätum. Nicht schlecht. Komm schon, nimm doch Schaden, mein Freund. Viel mehr Schaden, nimm alles, was ich an Schaden habe. Ja, kannst ruhig alles haben. Sodele, was haben wir hier drin Schönes? Schicke Sachen. So. Dann ab hier hinein. So. Geht's noch weiter hoch? Ja. Na Jungs, habt ihr gerade eure Mittagspause? Tja, wie gewonnen, so zerronnen. Wie, ich kann nicht noch mehr, ich wollte schon sagen. Oh. Mist, ich kann so keine Medizin nehmen. Schade. So, wen haben wir denn hier? Oh, ein Kodama. Nee, doch kein Kodama-Schrein. Schade. Klar, ich bin in England. Hier existieren sie nicht. Und hier, ich kann hier noch nicht einmal leveln. Das ist ja ganz besonders nett. Oh je, oh je, oh je. Wenn mir schon der Platz für meine Medizin ausgeht, fange ich schon langsam an, schwarz zu sehen. Hier durch vielleicht? So. Hör auf, alles zu blocken. So, siehst du, dann passiert so etwas. Ah, du bist es, der die ganze Zeit auf mich ballert, ha? So. Immer schön weiter, immer schön weiter. Oh, ich glaube, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Was könnt ihr mich jetzt hier weiterbringen? Jawohl. Durchlesen oder durchsuchen? Ach, das gibt's ja nicht. Ja, so langsam fange ich an, mich zu verirren tatsächlich. Aber wisst ihr was? Von der Zeit her würde es von diesem Part her sowieso bereits passen.
Deshalb werde ich den Part an dieser Stelle für heute beenden, Leute. Also dann, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.